klärt sich das, gell? Schöne badische Fahne am Haus. Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Begleitet uns heute mal eine kleine Runde auf dem Irma-Öhlerlein-Lehrpfad. Der führt hier von Fortwang in den Katzensteig hintere, aus dem hier die Breg kommt, die dann mit der Brigach zusammen zur Donau wird. Und den Weg haben sie hier schön neu gemacht und da sind alle paar Meter informative Schilder mit Informationen über Natur. Wir genießen hier nochmal das Ende September-Wetter, denn der Countdown läuft. Wir haben dann nur noch den Oktober, 4 Wochen mit hoffentlich schönem Altweibersommer. Und dann ist es nämlich vorbei mit dem schönen goldenen Herbstwetter im Schwarzwald. Oh, hier haben wir schon das nächste Schild. Hier geht es einmal um die, zoomen wir mal ran, Mehlschwalbe. Ihr müsst halt zwischendurch immer mal auf Stopp drücken, wenn ihr das lesen wollt. Es ist hier leider auch so hell. Ich sehe kaum, was ich hier filme auf dem Display. Und wir haben noch die Rauchschwalbe, die hier zu Hause sind. Aha, Trinkwasser aus der Tiefe. Hier sind schon die alten Brunnen gewesen seit 1904. Fortwang hatte eine eigene Wasserversorgung, das Pumpenhaus, das alte. Ja, das ist eine Zeichnung, wie das aussieht. Was ist da? Da ist. Und was ist? Ja, das sind Wasserleitungen, die hier verlaufen, unterirdische Wasserläufe, Ansaugstelle. Guck mal, die sind hier 13,5 Meter tief und da drüben ist 11 Meter tief. Da pumpen sie Grundwasser raus und pumpen es dann hoch auf den Hochbehälter, wo dann auch Fortwang mit Wasser versorgt wird. Und da geht es hoch. Jawohl. Und da. So, das nächste Schild. Hier haben wir den Haussperling. Von denen haben wir die ganze Stadt voll. Eine Bande vorm Haus. Machen die als einen Krach, wenn die sich streiten. Und da drüben geht es weiter mit dem Buch.
Buchfink, alles hier heimische Vögel. Es ist natürlich klar, dass dieser Lehrpfad ornithologisch stark behaftet ist, denn die Vogelfreunde Furtwang haben hier die ganzen Schilder angebracht. Was hast du hier von Schild, Lisa? Ah, der Oellerleinweg, Gewerbe an der Jungen Breg. Ja, früher war natürlich an Bächen war natürlich Sägewerke interessant, die konnten die Wasserkraft nutzen. Heute steht hier im Katzensteig die Fabrik Zierverpackungen. 30er Jahren war hier ein Sägewerk. Drüben kleines Industriegebiet im Katzensteig. Heute mit der Fabrik Zier. Guck mal, Lisa, die Form kennst du doch. Hast du doch genau das gleiche gebaut. Da kannst du bald wieder das Vogelfutter richten. 1. November. Wenn es wieder Frostnächte hat und der erste Schnee fällt, der aber Weihnachten immer wieder verschwindet, kannst du wieder dein Vogelhaus füttern, bestücken, um die Vögel zu füttern. Was haben wir da? Da haben wir einen, Da haben wir einen gerade an uns vorbeigesegelt. Graureiher. Wo ist er hin da hoch? Oh, was für ein Kavenzmann. Hier sind so viele Schilder, vor lauter Schilder lesen, guckt man nicht mehr in die Natur. Ne? Hier kommt echt alle 100 Meter ein Schild. So, wen haben wir hier? Der Gartenrotschwanz. So, so. Jawohl. Was hast du für ein Tier? Oh, da. Ja, das ist eine Raupe, dass da irgendwas schlüpft. Irgendwann mal. Und das schöne Rotkehlchen, ne? Das ist doch schön, dieser, oder? Alle Informationen über das Rotkehlchen. Die sind schon beim nächsten Schild. Ja, die rennen halt zu und lesen nicht. Schön gemacht. Auch immer schön ein Bänkchen dazu, ne? Zum Pause machen. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich einen Gaskocher mit. Hier kann man prima schnell einen Kaffee zubereiten. Okay, weiter. Ah, guck mal, die machen vorne schon Pause am nächsten Schild. Okay, vorwärts Marsch. Das nächste Vogelhaus da oben. Oh, da haben die im Winter aber was vor, wenn die hier alle abklappern wollen zum Bestücken mit Vogelfutter. Da hat sie im Winter nämlich gut Schnee hier drüben. So, was habt ihr hier für ein Schild? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Oh, der Goldammer und der Kleiber. Pressieren wir nicht. Das ist so hell. Der Kleiber. Ich glaube, der Hahn da links heißt Volker. Das ist jetzt ein Insiderwitz. Echt? Schmeißt du schon mal Steine ins Wasser? Sehr gut. Jawohl. Dann weiter geht's. Den haben die noch ganz frisch gemacht. Der muss jetzt halt nur erst wieder ein wenig schön bewachsen. Aber er ist jetzt so breit, da kannst du auch prima mit dem Mountainbike hinterradeln. Und in ein, zwei Jahren wird hier auch alles wieder grün bewachsen. Dann sieht er wieder schön aus. Ich hab Ball.
Weil sich da ja Kiespon, ne? Weil hier schon mal eine Wurzel drauf liegt. Aber jetzt beginnt wieder der alte, wilde, natürliche Weg. Schön hier hinten, richtig idyllisch. Genießen, durchatmen und einfach mal zurück. Gute Idee. Ja, wieder Ameisenhaufen. Was haben wir hier schön? Oh, rote Waldameisen. Los, Jungs. Ihr habt noch 4 Wochen. Winterdicht herstellen, alle Schotten dicht. Da will ich nicht reinfliegen. Ja, da musst du aufpassen. Das wird pieksen. Was haben wir hier? Ah, der nächste. Oh, das ist direkt die Nachbarkolonie. Der Kolonie. Oh, da ist aber anders. Action angesagt wieder drüben. Du. Ah, das sind die. Was haben wir hier? Kleine schwarze, kleine rote. Aber hier ist ein Gewusel, du, mein lieber Herr Gesangsverein, du, anders wieder drüben. Ja, die werden, das sind Akkordarbeiter, weißt du, die werden nach Akkordlohn bezahlt. Oh, hier ist der nächste, sagen wir, ist ja der Hammer. Guck mal, der ist so heftig, da haben sie sogar mal abgestützt. Ein riesen Ding, hä? 2 mal 2 Meter, du, 1,50 Meter hoch. Ja, hier ist ja auch was los, du. Ich flieg nicht da rein. Okay. Wer keine Hausaufgaben gemacht hat, muss eine Minute da reinsitzen. Oh, nächstes Schild. Gasthaus an der Jungbreg. Ja, endlich gibt es noch was zu trinken hier. Das ist das alte Gasthaus Adler. Baby, jetzt du alle Zünden. Zünden. Tiefbrunnen Katzensteig. Jawohl. Ja. Oh, jetzt so ein Pilz. Jetzt so ein Pilz, das wär's. Diese Latscherei in der Sonne macht durstig. Ja, das ist nichts von Hibili. Ich glaube, ich kaufe mir einen Quad oder so. Dann machen die Ausflüge im Wald viel mehr Spaß. Ja, hier kommt ein schönes Stück im Katzensteig. Hier ist nämlich mal auf einen Kilometer oder so richtig viel Laubbäume dazwischen. Ist noch ein bisschen früh, obwohl hier die ersten Blätter wären gelb, aber hier ist richtig schön, hier dieser kleine Abschnitt. Sage ich mal noch so in 2 Wochen. Oder wenn die erste Frostnacht war, dann beginnt es ja schlagartig. Weil dann ist ja die Nährstoff- und Wasserversorgung in die Blätter unterbrochen und dann werden sie über Nacht schön bunt. Dann hast du nur wenige Tage, dann musst du dich beeilen für ein paar schöne Herbstfotos, weil dann fallen die nämlich ab. Jawohl, die nächsten Schilder kommen. Jetzt geht es aber ab, gleich 4 Schilder. Angefangen mit dem Eichelherr, mit den wunderschönen blauen Federn. Wenn er mal so eine findet, Glücksbringer. Oh ja, das weiß blau. Die sind super, gell? Da gibt es eine Stelle bei Hammer Eisenbach am Sportplatz unten. Da sind jetzt 20, 30 Stück sitzen am Straßenrand. Und wir haben den Buntspecht hier. Jawohl. Da bräuchten wir jetzt der Renato dabei, unser Tier- und Naturfotograf. Kennt sich super aus mit Vögeln und Insekten. Nächstes Schild. Wir haben hier drüben noch. Ja, nochmal schön. Wieder Pausenbank.
Hier haben wir nochmal die Meisenfamilie. Jawohl, die Kohlmeise. Und die schöne Blaumeise, die finde ich wirklich immer schön, wenn die dann am Vogelhaus sitzen. Haben wir viele hier. Lisa, wenn wir nachher heimkommen, kannst du ja schnell im Garten das Vogelhaus schon mal kontrollieren, ob du noch irgendwas reparieren musst, bevor der Schnee kommt. Naja, da wird's bunt. Ach, ich glaube, die Löcher fressen hier schon die Maden rein, ne? Und die Raupen, die dann nachher Schmetterlinge werden und so. Im Frühjahr halt. Warum? Ja, hier. Oh, hier ist eine gute Stelle, ha? Da kommst du bis ein Bach runter. Da kann man reinziehen. Ja. Guck mal, da haben Kinder einen kleinen Damm aufgestaut. Guck mal hier. Von dem Baum ist auch nicht mehr viel übrig. Hä? Da sind lauter Pilze. Da drin wachsen schon Pilze. Hä? Naja, schön modrig. Ja, weiter. Ich ziehe das auf. Und dann geht es runter. Und dann fällt es runter. Was hast du da, Lisa? Springkraut. Guck mal, dann musst du die Dinger hier abschneiden und in den Bach werfen. Nicht, dass die sich hier, wenn die hier einmal anfangen, verbreiten die sich wie die Pest. Hier ist schön. Da sind noch Schmetterlinge und Libellen unterwegs. Ja, viele Leute wissen das hier gar nicht mehr zu schätzen, wie toll wir hier wohnen. Es wird immer nur über das Wetter gemeckert, wenn es halt hier mal ein bisschen lang Schnee, Winter hat oder oft regnet. Wenn ich da an andere denke, Triberger Wasserfälle haben wir mal Israelis kennengelernt, ne? Die kommen aus einem Wüstenstaat. Die konnten nicht glauben, wie viel Wasser hier überall fließt und wie grün es hier ist. Menschen in so Wüstenstaaten haben ganz andere Probleme wie mir. Ne? Die sind froh, wenn es mal regnet oder irgendwo ein Bach ganzjährig Wasser führt. Ja, hier ist ein absolut herrlicher Streckenabschnitt, weil hier noch schön Mischwald ist. Hier ist viel Laub. Herrlich. Oh, da vorne sind die nächsten Schilder. Schauen wir mal, um was es hier geht. So, hier geht es weiter mit dem Bergfink. Und, einer meiner Lieblinge. Dompfaff hatten wir früher ganz viel im Garten. Und die waren ganz zutraulich und sind bis aufs Fensterbrett gehockt, obwohl du Zentimeter hinter der Scheibe saß. Aber solange das Fenster zu war, war das denen okay. Aber wenn es offen ist? Ja, dann sind sie nicht ganz so nah rangekommen. Der Dompfaff, ja. Ach, schon lange nicht mehr gesehen. Ah, und hier natürlich Renatos Liebling, ne? Der Eisvogel. Hatte ich auch schon das Glück, den in echt zu sehen. Wunderschön, haben wir hier in der Präg, wissen die wenigsten Leute und sind dann immer total verwundert, wenn Renato seine Fotos ausstellt und dann immer fragen, ey, wo hast du denn den Eisvogel aufgenommen? Und er sagt, oh ja, hier, Prägtal, ne? Herrlich. Es gibt hier echt alles, aber die Leute laufen halt nicht mehr mit offenen Augen durch die Gegend. Und es ist sogar noch schlimmer geworden. Sie gucken nicht mehr, wo sie laufen, weil sie den Tag und Nacht auf ihr Smartphone schauen. Anstatt wenigstens draußen die Natur zu genießen. Die Bachstelze.
Bachstelze und die Wasseramsel ein gutes Merkmal für sauberes Wasser. Grün. Echte Schwarzwaldmilch, ja? Ja. Ja. Hier musst du dich schon durchkämpfen hier, hä? Und wir haben keine Machete dabei. Verdammt. Ah, ist doch nicht ein herrliches Geräusch, wenn es dann losgeht und das Laub unter den Füßen knistert. Da kommt schon richtig Herbststimmung auf. Hä? Was hast du gefunden? Eine Haselnuss. Oh, nimm die doch mit, die geben wir unserem Eichhörnchen im Garten. Aha. Das kommt bestimmt bald wieder. Lisa, das legst du in das Vogelhaus. Da kommt ja, ja das Eichhörnchen sowieso immer vor den Vögel. Das ist der Chef vom Vogelhaus. Das holt sich erst die guten Sachen und was übrig bleibt, kriegen die Gartenvögel. Genau, Lisa, halt hier Ausschau. Hier müssen bestimmt noch mehr rumliegen. Da freut sich das Eichhörnchen drüber. Ja, hier hat sie das schöne Laub, ne? Die tiefstehende Sonne jetzt schon abends. Ende September. Und hoffentlich kriegen wir nochmal richtig super schöne 4 Wochen Altweibersommer im Oktober. Da ist es ja immer so herrlich. Und dann auf dem Rückweg noch in die Arche auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Ja, so macht er. Oh, da sind noch mehr, guck mal. Guck mal, hier ist der Boden voll damit. Ja, ja. Aber wir müssen gucken, ich glaube, manche sind schon hohl. Da hat, das haben sie. Ganz viele. Die, wo ein Loch drin haben, brauchst du nicht nehmen. Da waren schon Gäste zu Besuch da drin. Die sind dann meistens, du hörst ja, wenn sie leicht schüttelst, müsst du da drin die Nuss, müsst du das spüren. Mhm. Wie bei einem Kinderüberraschungsei. Mhm. Guck, hier liegt der ganze Weg voll. Aber die mit einem Loch, das braucht er nicht nehmen, die sind hohl. Da war schon ein Tierchen zu Besuch. Ja, hier Haselnusssträucher. Oh, Bäume, richtig große. Hey, pressier mal nicht hier. Hier ist ein wunderschönes Stück Laubwald. Papa. Aber saumäßig steil, wenn du da rein willst. Schöner Blick nach vorne ins Tal. Und von hier aus hat man so einen Blick, dass man am Horizont sogar die Stadtkirche hier erkennen kann. Ja, die siehst du von hier. Das ist der Punkt, wo du genau im richtigen Winkel bist, dass du die Stadtkirche siehst. Ja, 10 Meter weiter haben wir hier oben schon wieder alles Nadelwald. Vögel. Ja, hier haben wir wieder ein Schild. Könnt ihr heute ausnahmsweise mal was lernen, was Gescheites, ne? So, Dele, hier haben wir den Fichtekreuzschnabel. Jetzt kommt das nächste Schild.
Ja, Moment, wir müssen ja schon mal das hier abarbeiten. Ah. Hier kann man es gut lesen, ist gerade im Schatten, da blendet nichts. Ich möchte das. Und? Den Grünling. Gucken, ob wir den ohne Spiegelung da reinkriegen. Genau so. Hat nichts mit gleichnamiger Partei zu tun. Grünfink. Sehr schön. Der Grünfink ist einer der häufigsten einheimischen Vögel. Interessant. Sitzen die da hinten schon an der Endstation und machen Pause oder was? So, am Ende hätten wir ja noch den Erlenzeisig. Ich hoffe, man kann das gut lesen, aber wenn man auf HD umschaltet und kurz Pause macht, kann man das mit Sicherheit gut lesen. Wen es halt interessiert, die Vogelfreunde unter euch und den Stieglitz. Auch ein schöner Vogel. Was haben wir hier noch? Ah, eher noch Öderlein Wegende. Sehr schön. Lieber Wanderer, Sie haben das Ende des Irmer Öderlein-Weges erreicht und können nun den gleichen Weg zurückgehen oder Ihre Wanderung ausdehnen. Hierzu zwei Vorschläge. Donauquelle Martinskapelle, ja, kennen wir ja da oben, habe ich schon ein paar Mal gefilmt. Oder Schochenbach-Raben. Sehr schön. Mit Routenvorschlag. Ja, yeah. Die letzte Brücke. Hä? Ende? Ja, hier ist Ende Gelände. Willst du nicht was trinken? Ciao, Pau. Die Hummel hat ein bisschen Startschwierigkeiten. Oh, was für ein Brummer. Tja, Freunde, ich hoffe, euch hat der kleine Weg mit uns hier gefallen am Irmer Öderlein Lehrpfad. Den Kindern hat es auf jeden Fall gefallen und uns auch. Oh, da mein Name. Und kaum sind wir hier auf dem Lehrpfad, haben wir hier oben auch schon ein schöner, großer Kandidat. Was haben wir hier? Will ich hier gerade meinen Extro drehen? Aber der sieht mich nicht aufgrund meiner Tarnjacke. Aber wir sehen ihn auch nicht richtig. Ich traue mich gar nicht zu bewegen. Da ist er. Ist das nicht ein Eichelherrweibchen? Sehr schön. Und was für ein großer Vogel. Aber er sieht mich nicht. Ja, da oben ist noch einer. Schöner großer Kollege war das. Also probieren wir nochmal einen Abspann.
Aber vielleicht habe ich ja Glück und es kommt wieder ein Tier dazwischen. Da muss ich ja nur einigermaßen leise und aufmerksam in der Natur bewegen. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Besonders dir, alte Werbung. Der Film ist extra für dich. So, wir werden jetzt wieder den gleichen Weg nach Hause latschen. Weil das ist ja eigentlich die schönste Strecke zurück zu uns. Und wer weiß, vielleicht hat die Arche ja noch geöffnet. Ich glaube, die hat auf bis 17 Uhr. Wenn ihr mal in Furtwangen seid, müsst ihr mal am Sonntagnachmittag. Die hat nur ganz kurz auf, weil das machen die alles freiwillig. So eine Mischung zwischen altem Heimatmuseum und alter Gaststätte, wie sie hier früher halt vor 100 Jahren wirtschaftlich gehabt haben. Total urig, da könnt ihr am Sonntagnachmittag rein. Ich glaube, von 14 bis 17 Uhr hat es nur offen. Ne? Da gehen wir kurz rein auf einen Kaffee oder ein schönes Rothaus. Und genehmigt sich noch ein Stückchen selbstgemachten Kuchen. Tja, und mit dem doch schon bunt herbstlich werdendem Bild aus dem Katzensteig verabschiedet sich der Hillbilly für die Woche. War richtig gute Action, hat angefangen hier mit der Messerwoche. Und wir waren dann noch ein bisschen beim Benny. Abendessen am Lagerfeuer, hat Spaß gemacht. Ja, und mal schauen, was der Oktober so für uns Schönes hier im Schwarzwald bereithält. Ich hoffe, das Wetter spielt noch ein bisschen mit, dass man möglichst abends nach Feierabend noch ein bisschen raus kann. Weil der Winter wird wieder lang, kalt und dunkel. Da kann man dann von den schönen Herbsttagen noch mal zehren. Ja, das ist unser Parkplatz, Harvey Hillbilly.